Kompost macht die Bodenstruktur lockerer und beinhaltet viele wichtige Nährstoffe. Dafür müssen Sie aber darauf achten, was auf den Kompost kommt. Auf den Kompost dürfen nicht alle Abfälle. Zu den nicht kompostierbaren Dingen gehören alle nicht organischen Abfälle. Das liegt daran, dass gekochte, gebackene oder gebratene Speisereste Ratten anlocken. Deswegen dürfen auch das beste Fleisch und der frischste Fisch nicht auf den Kompost. Durch Haustierkot oder kranke Pflanzenreste können sich Parasiten oder Pflanzenkrankheiten in Ihrem Kompost ausbreiten. Deswegen darf auch dieser Abfall nicht auf Ihren Kompost. Bei gekauften Schnittblumen muss man ebenfalls etwas aufpassen, da hier oft mit Spritzmittel gearbeitet wird. Ein Problem ist es auch, wenn sie faulen und Schimmel bilden. Unkräuter, die bereits Samen gebildet haben, können sich auch auf dem Kompost vermehren. Girsch oder Löwenzahn gehören deswegen in den Restmüll. Schalen von Bananen oder Zitrusfrüchten sollten Sie nicht unbedingt auf dem Kompost entsorgen. Denn die Schalen der Zitrusfrüchte werden hierzulande erst nach langer Zeit vollständig zersetzt sein. Auch Giftpflanzen wie zum Beispiel Fingerhut und Hyazinthen gehören nicht auf den Kompost.